In der nächstkleineren Dimension wirkt ein Moospolster wie ein Wald. Und wie in jedem Wald verbergen sich auch hier mysteriöse Ungeheuer. Dieser Hundertfüßer ist etwa einen Millimeter lang. Ein Pseudoskorpion. Er ist mit Skorpionen, wie wir sie kennen, nicht verwandt. Auf der nächsten Stufe, bis zu 10-mal kleiner, wimmelt es von Milben. Millionen Tiere verschiedenster Arten. Viele Milben leben nur von organischen Partikeln und Pilzen. Aber es gibt in dieser Miniaturwelt auch Jäger. Diese Raubmilbe wirkt furchterregend. Mit ihren gewaltigen Kiefern kann sie andere gleich große Tiere zermalmen. Manche Bewohner dieser Mikrowelt tarnen sich, um ihren Feinden zu entgehen. Diese Milbe sammelt Schmutzpartikel auf ihrem behaarten Rücken. Andere Milben schützen sich mit einem Panzer. Dieses UFO-artige Wesen kann seine Gliedmaßen einziehen wie eine Schildkröte. Die Vielfalt der Milbenarten ist endlos. Trotzdem hat kein Mensch diese Milbenarten gesehen, bevor Mikroskope dies möglich machten. Eine Stufe tiefer. Bakterienkolonien auf einem grünen Blatt. In diesen anderen Dimensionen entdeckt man nicht nur unsichtbares Leben. Man erkennt auch, wie die Welt aufgebaut ist. Aus Welten in Welten. In Welten. Eine Kathedrale besteht aus hunderttausenden behauenen Einzelblöcken. Ebenso besteht der menschliche Körper aus kleinen Teilchen. Nach einem exakten Plan zusammengefügt aus 10 Billionen Zellen. Das ist eine 1 mit 13 Nullen. Keine einzige Zelle gleicht exakt der neben ihr. Ebenso wenig, wie sich die Fingerabdrücke von 2 beliebigen Menschen gleichen. Unterschiedliche Zellen vereinigen sich zu unterschiedlichen Strukturen mit unterschiedlichen Funktionen. Das ist die Innenseite des Dünndarms. Sie ist bedeckt von Millionen winziger Lappen. Je größer seine Oberfläche, desto mehr Nährstoff kann der Darm in kurzer Zeit aufnehmen. Oder die Oberfläche der Zunge. Sie ist von unzähligen Papillen bedeckt, in denen die Geschmacksnerven enden. Die Zellen des menschlichen Körpers sind, und das ist der Unterschied zwischen Körper und Kathedrale, alles andere als simple, gleichartige Baublöcke. Jede einzelne Zelle ist eine komplexe Welt für sich. Schon eine Kathedrale ist mehr als ein Haufen Steine. Umso eher ist der menschliche Körper weit mehr als die Summe seiner 10 Billionen Zellen. Bis in die 40er Jahre des vorigen Jahrhunderts konnte man von einer Zelle nicht mehr erkennen als ihre ungefähren Umrisse. Deshalb meinte man, sie seien simple Bläschen voller chemischer Substanzen. Heute können wir in das Innere einer Zelle blicken. Das sind Bilder von hauchdünnen Schnitten durch eine Zelle.
keine Spur von Simpel. Ihre Struktur ist äußerst komplex. Aus mehreren derartigen Schnitten entsteht das Bild vom Inneren einer lebenden Zelle. So sieht es aus, wenn man durch das Innere einer lebenden Zelle schwimmt. In der ganzen Zelle sind wurstähnliche Strukturen verteilt. Mitochondrien, die Kraftwerke der Zelle. Mitochondrien waren ursprünglich frei lebende Bakterien. Einst gingen sie eine Partnerschaft mit primitiven Zellen ein. Jetzt können wir ohne sie nicht leben. Im Laufe eines Menschenlebens sterben einzelne Zellen ab. Und es entstehen neue. Binnen 7 Jahren erneuern sich alle Zellen in unserem Körper. Wenn also keine unserer Zellen mehr dieselbe ist wie bei der Geburt, wie behalten wir dann unsere Identität als Individuum? Wer sind wir eigentlich? Die Antwort liegt tief im Inneren jeder einzelnen Zelle, im Zellkern. Das ist die nächste Station unserer Reise. Die Welt der Moleküle. Nur durch ein Atomkraftmikroskop erkennt man menschliche Chromosomen in dieser dreidimensionalen Deutlichkeit. Jedes Chromosom besteht aus einem in sich gewundenen langen Doppelstrang, dem DNS-Molekül. Und das ist das Molekül des Lebens. Der Grat dieses Gebirges ist das eigentliche Molekül, das die Gene trägt. Die Kuppen darauf sind die einzelnen Buchstaben im genetischen Code. Bei dieser Vergrößerung und diesem Tempo bräuchte man 23 Tage, um den gesamten Strang entlang zu fahren. Jedes Tier und jede Pflanze hat einen individuellen DNS-Code. Dieses erstaunliche Molekül ist verantwortlich für die grenzenlose Vielfalt des Lebens. Das DNS-Molekül ist sogar geeignet, ein Lebewesen entstehen zu lassen, das seinerseits eine Kathedrale bauen kann. Aber das DNS-Molekül ist noch immer nicht das kleinste Bauelement des Lebens. Und auch nicht die Grenze unserer Wahrnehmung. Ein Bleistiftstrich besteht aus Graphit, aus Kohlenstoff. Demselben Element, aus dem auch Diamanten bestehen. Aber Kohlenstoff ist noch viel mehr. Die Basis des Lebens schlechthin. Das sind Kohlenstoffatome, betrachtet durch ein Atomkraftmikroskop. Die Atome sind in einem exakten Raster angeordnet. Jedes Atom misst weniger als 1 Millionstel Millimeter. Ein Jahrhundert lang hielt sich eisern die Überzeugung, das Atom sei der kleinste Baustein der Materie. Aber in den 20er Jahren des vorigen Jahrhunderts entdeckte man, dass selbst das Atom aus noch kleineren Teilchen besteht. Um einen winzigen Atomkern bewegen sich